einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Live auf Rocket Beans TV. Es ist Dienstagabend, es ist Tekken-Zeit. Seien Sie dabei, wenn der beste Tekken-Spieler der Welt, Nils Pomorf, seinen vermeintlich besten Freunden Etienne und Simon sowas von den Arsch versohlt, dass die 7 Tage nicht sitzen können. Und wir alle wissen, dass insbesondere Etienne nichts anderes kann, außer rumzusitzen. Der Countdown läuft. GTÜ präsentiert Far Away, der große Preis von Quickborn. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute spielen wir mal wieder ein Spiel, was viele von euch sich gewünscht haben. Es nennt sich Tekken. Es ist aus dem Genrebereich des Beat'em Up. Das ist Englisch und heißt so viel Schlag's zusammen. Schlag dich zusammen. Ich schlag dich zusammen. Wir schlagen zusammen Etienne zusammen. Was zusammengehört. Wir schlagen zusammen, was zusammengehört. Vielleicht schlag doch erstmal dein Mikrofon über die Ohren. Ach, da ist es ja. Da ist es. Ich war schon kurz davor zu meckern, dass das Mikro wohl nicht an war. Dann stellt sich raus, war User Error. Ist ja meistens so, ist, ne? Ist oft so. Es werden oft werden die Obrigkeiten erstmal verdächtig und dann stellt sich raus, ups, mein Fehler. Ja, aber Beanstalk ist ja auch ein großer DAO-Test. Der dümmste anzunehmende User findet sich meistens an einem der Plätze des Beanstalks wieder. Etienne, völlig ohne Kontext. Wie geht's dir? Gut, ich habe jetzt leider das Spiel noch nicht spielen können. Ihr habt ja schon ein bisschen. Tekken. Es ist Tekken, du hast eine linke und eine rechte Faust. Und du kannst es vorne. Wenn ihr so nonchalant sagt, es ist Tekken, warum sitzt ihr dann schon seit einer Stunde hier und habt gefragt, ob man schon testen kann? Weil ich dachte, dass man sich vorbereiten muss und habe ich gesehen, das ist spielen ja heute Tekken, hatte ich vergessen. Und habe ich dann einfach mir gedacht, was muss ich mich vorbereiten? Ich vermittel euch eh. Er hat gemerkt, es bringt auch nichts, hier zu üben, weil wir haben den Stand, den wir jetzt haben, der hat sich in den letzten 25 Jahren irgendwo rauskristallisiert und viel mehr können wir auch nicht. Das wäre meine Frage gewesen, weil ich habe wirklich lange kein Tekken mehr gespielt, aber natürlich, du weißt es natürlich auch noch früher viel. Ja, aber gerne hat sich da was es gibt jetzt so einen Rage-Modus. Ertrag die Prügel wie ein Mann. Genau, ertrag die Prügel wie ein Mann. Wir prügeln uns wie Männer und Frauen, völlig geschlechtsneutral, hauen wir uns die Fresse ein, jeder kriegt einen ab. Wichtig ist, es gibt so einen Rage-Modus. Der ist standardmäßig aktiviert. Wir wissen allerdings nicht, wie der zu aktivieren ist. Aber es kann sein, dass dann irgendwann mal einer brennt und dann kannst du neuen Shit machen. Sei mal ehrlich, keiner von uns weiß, wie es geht. So. Wisst ihr es wirklich nicht? Oder? Nee. Also, da wird schon direkt nicht vertraut. Ich ordne das jetzt mal für die Zuschauer realistisch ein. Also, wir haben hier. Jetzt beginnen die Lügen. Nein, jetzt beginnen die Wahrheiten. Jetzt beginnen die Wahrheiten. Eddie hat sich selber oft früher Tekken-Gott genannt, weil er zu Giga-Zeiten sehr viel Tekken gespielt hat. Stimmt. Und es ist vermutlich das Spiel, was sich im Laufe der Jahrzehnte am wenigsten verändert hat, neben FIFA. Oh Gott, wie du wieder versuchst, irgendwelche Favoritenrollen. Lass mich doch mal zu gehen. Nein, wieso soll ich dich denn lassen? Ja, wieso denn nicht? Ja, weil es ja schon jetzt Quatsch ist. Ich finde es jetzt nur, weil ich vor 20 Jahren irgendwas behauptet habe. Normalerweise gibst du nie wenn ich behaupte, dass ich gut bin. Du warst nie ein Tekken-Gott, oder was? Plötzlich ist es für dich. Das war eine Lüge! Und plötzlich ist es für dich aber ein Thema und wird für dich wie bare Münze genommen. Können wir mal bitte mich zeigen, wie ich hektisch von links. Mach doch einfach mal Start jetzt. Die Leute wollen auch das Gelaber gar nicht sehen. Mach doch Start. Das wäre jetzt gut gewesen im Zusammenschnitt. Wir sind ein gutes Team. Heute müssen wir leider gegeneinander kämpfen. Ah, das ist aber auch ärgerlich. So, wer spielt denn jetzt mit wem? Ist mir egal, ich verprügel alles. Naja, wir haben eben gerade schon eine Sache gemerkt. Wir alle drei spielen einen Charakter. Das kann schon mal nicht funktionieren. Das geht. Naja, ich sag ja, wir haben gerade eben spielen einen Charakter. Ich sag ja. Wir haben hier irgendwas eingestellt, weshalb ich nicht sicher bin, ob wir direkt gegeneinander steuern können. Wer ist denn die Frau? Ich habe die Frau gewählt, aber ich weiß nicht, ob ich sie bin. Ja, greif doch schon mal direkt an. Ja, natürlich, ich habe doch gesagt, ich hau dir auf die Fresse. Was hast du gefragt? Wer ist jetzt erstmal mit dir reden oder was? Alter, komm jetzt her mit deinem Gesicht. Da kommt mein Fuß rein. Mein Stiefel nicht. Ich weiß nicht mal, wer ist und du schlägst schon. Das ist mir jetzt egal. Alter, unglaublich. Kurz vor. Wer spielt denn gerade? Ich. Hoffentlich. Wie ich mehrfach sagen wollte, wir haben mehrere können einen Charakter spielen. Okay, aber warte. Naja, indem ich jetzt mal hier, siehst du, ich kann jetzt auch steuern, ein bisschen. Nee, jetzt zum Beispiel nicht mehr, aber eben konnte ich steuern. Du konntest eben steuern. Ist doch, ja, es ist halt so, jetzt aber nicht mehr. Du bist sie. So, kannst du jetzt mal, ey, Nils, jetzt mal was, ich deute mal gerade, ich deute doch mal einmal die Taste. Das ist doch nur dieser Sprung. Ey, Regie, könnt ihr mal die beiden Gesichter der Kontrahenten unten irgendwo in die Seite packen? Wenigstens weiß, wo hier schlagen. Man will das sehen. Irgendwas ist. Dann nicht dein Ernst, ey. Ja, komm her, du. Komm her. Alle, jawoll! Aus dem nächsten hat
Attacke, ey, was eine sneaky Attacke. Das wichtig ist, jetzt, Alter, bei Tekken der lauteste gewinnt. Und renn und gib ihm. Ich hab einen geblockt gemacht. Gib ihm Tiger Claw. Spin, Panther Spin. Alter Schwede, ey. Yes, ins Gesicht. Da hat der Nils dem Ede einen mitgegeben. Button Mashing wins again. Ey, das war doch kein Button Mashing. Naja, komm, es war aber auch kein Nicht-Button Mashing. Wo war das denn? Das war Mutton Bashing. Das ist ein Scheißspiel. Wollt ihr, hast du schon aufgehört? Also ich dachte, für einen kurzen Moment dachte ich, Ede wäre gerade rausgegangen. Ich hab da so, aber ich gehe gleich, wenn das jetzt hier so weitergeht, weil das ist mir zu doof. Wenn ich hier, ihr sitzt seit anderthalb Stunden hier und ich habe nicht mal die Chance zu gucken, mit welcher Taste man irgendwas macht. Was ist das für ein Quatsch? Nee, das ist Tekken. Was machst du? Tekken ist ein Kampfspiel. Das ist so bescheuert. Ey, Nils, geh mir jetzt nicht auf den Sack, ernsthaft. Ja, da muss man. Vor allem, ich hab dich vorgewarnt. Ich hab dir gesagt, wir haben übrigens nicht gegeneinander gespielt vorher, weil ich gesagt habe, ich möchte mich schon streiten, bevor wir anfangen. Wir haben nur getrainiert, wir haben nicht gegeneinander gespielt, aus genau dem Grund, weil es nicht funktioniert mit uns. Tekken ist der Moment, ist so das Armageddon, wo jeder nur noch für sich selbst kämpft. Soll ich jetzt? Willst du, Nils? Wie machen wir es? Ey, offensichtlich hat man ja gerade gesehen, leider gar nicht wählen. Bin ich der beste Tekken-Spieler von uns. Ich kann gar nicht. Von daher, ja, ich denke, du kannst. Nein, ich kann nicht wählen. Ich dachte eben, war es so. Drück mal hier die Starttaste da oben. Nee, es hat der Nils hat wahrscheinlich, weil er gewonnen hat, ist er jetzt mit drin. Und du hast Start gedrückt, das heißt, ihr beide seid. Also, man kann ja auch. Du bist weiter Law. Nils? Ja, ich ja, dann ist Ede dran mit suchen. Ich will ja nur wissen, wer ist. Aber. Also, es ist ja doof, wenn jetzt zweimal dieselben spielen, dann kann ich auch gerne rausgehen und du spielst. Das ist doch ganz egal. Wir werden noch mindestens eine Stunde lang gegeneinander spielen. Ja, aber oder wollt ihr beide jetzt nicht mehr gegeneinander spielen? Ich kann auch jetzt suchen. Einen Charakter. Ich der ist nicht da. Brauchst nicht suchen, habe ich auch schon gesucht. Welchen Huang? Heißt der so? Ich dachte, der ist Law? Lee? Nee, Lee. Nee, Law hatte er doch. Ja, Law, aber heißt er nicht Lee? Lai meinst du? Lai. Ja, Lai meine ich. Der ist weg. Vielleicht muss man den erst freischalten. Ja, ich sehe den oben auch nicht. Gesucht wird ein japanischer Anzugskopf. Ja, der ein bisschen aussieht wie Jackie Chan. Wie ein rechtefreier Jackie Chan, aber also, der ist nicht dabei. Ja, krass. Es war viel wichtiger, den Roboter da unten zu haben oder den Panda mit dem rosa Hut. Das sind die wirklich wichtigen Charaktere hier. Lai Wulong, genau, lieber Chat. Da ist er doch. Wieso sieht er so komisch aus? Das ist Huang, das ist nicht Lai. Also er heißt so, nein, das ist Huang. Das ist der mit seinen Beinen, wo du die ganze Zeit nur die Beine treten musst. Ich weiß, den wollte ich ja. Der sieht so anders aus als in Tekken Tag Tournament. Den Nubrinski. So, jetzt komm. Achso, ich muss drücken. Ich muss zugeben, es ist schon jetzt energiezerrend, euch nur zuzugucken bei eurem Streit. Ich weiß gar nicht, ob ich dabei sein will. Es ist kein Streit, wenn einer nicht mitmacht. So, hier seht ihr zwei Moves, so. Die könnte ihr theoretisch auch. Okay, der kann den Flamingo Killergriff. Du wirst gleich sehr viele wechselhafte Tritte erleben. Gibt es eine Blocktaste oder war das nach hinten? Block ist nach hinten, genau. Nach hinten? Nach hinten, ja. Das war vorne. Nee, er blockt nicht. Ich, jetzt gerade hat er gegriffen. Beim Griff kannst du dich. Bist du musst sicher, dass es keine Blocktaste gibt? Naja, den Blocken ist wirklich nach hinten. Aber du musst beim Griff eben auch einen Griff ansetzen, dann konterst du. Ich helfe sehr gerne. Warum? Allen. Der hat, wie dekadent kann man sein, seine Jacke umgebunden als Halsband. Das ist ja tatsächlich, das ist keine Jacke, das ist. Doch, der hat Ärmel. Das ist einfach. Ja, Jacke mit Ärmeln ist seine. Warum Schal? Ich habe doch Jacke. Juhu! Oh, das war, Alter, ich hatte auch einen Super, oder? Beide hatten einen Super gerade aufgeladen und Law ist jetzt Rage-Modus. Du könntest jetzt nach unten, nach hinten unten. Also unten rechts und zwei Buttons. Da kommt so dein Rage-Ding raus. Oh, nach hinten. Ich glaube, es ist nach unten rechts, in deinem Fall jetzt Ede und die beiden Schlagbuttons. Wieso setzt er sich auf mich rauf? Oh, ich sehe es im Chat. Lai ist wirklich nur über DLC. Geh doch direkt auf Charakterauswahl. Nee, der Simon soll jetzt nochmal spielen. Ja, aber ich. Ach so, stimmt, deswegen, okay. So, wie machen wir das? Offline versus. Du musst Start drücken. Ede? Start drücken? Start drücken? Ja, komm, Ey, das ist doch hier aus Street Fighter 3. Guck mal, cool. Ja. Geil, ne? Eigentlich gut, gab ja Tekken versus Street Fighter. Ein paar haben es wohl auch geschafft. Gibt's Jin noch?
Jin war doch der Hauptcharakter. Nee, Jin ist aus. Nils hat extra verloren, damit Ede nicht nach Hause geht, lese ich im Chat. Das stimmt nicht. Der Nils würde niemals den Ede gewinnen lassen. Ja. Auch nicht aus Kalkül. Das schafft er nicht. Das würde er nicht schaffen. Drück mal lieber. Wenn ich ihn jetzt daran hindere zu gehen, kann ich ihn ja hinterher häufiger noch besiegen. Ja, ich sage aber, das wäre das Kalkül dahinter. Aber du hältst das nicht aus, Nils. Never ever wäre das. Ain't gonna happen. Hier steht eure Rage Art. Merkt sie euch. Keine Ahnung, was das ist. Ich kenne eure Rage Art. Die ist wie ja, ich wollte gerade sagen, du bist auf jeden Fall King darin. Ah, fuck. Ja, ja. Ah, man kommt hier halt auch echt schwer dazu, mal irgendwas Sinnvolles, weil man natürlich ständig mit diesem Button-Mashing beschäftigt ist. Alter. Nein! Zu knapp! Button-Mashing? Na, es ist ja am Ende ist alles ein bisschen Button-Mashing, ne? Alter, da hast du mich aber ganz schön geledert. Kazuya. Alter, wieso geht dieser Move? Das Level erinnert mich Scheiße, Alter, nix von dem geht. Namen von Koss. Ich glaube, dieser Move geht nicht mehr. Diese Power-Fist nach vorne. Da ist sie. Ich kriege aber auch nichts von dem hin, was ich hier so, sag ich mal, erkenne. Da ist sie. Ah. Hä, du hast ihn abgefangen? Gegen Konter, Mann. Alter. Ah. Nein. Ja. Ich habe leider nichts hingekriegt, ey. So viel geübt, nichts hingekriegt. Ich hab gewonnen. Ja, aber trotzdem hat nichts hingekriegt, ne? Ey, naja. Ich mach grad nichts. Was denn? Nix. Ärgerst du dich über die Controller? Ich nehme mich auch. Wir haben nicht. Was soll ich kurz so sagen? Die sind an sich ja nicht schlecht, ne? Das sind okay Controller, Razer Controller, Xbox Style, aber ich hätte gern eine original PlayStation Pad, weil genau darauf ist man ja so ein bisschen, ne, geeicht. Möchten wir vielleicht, damit das nicht so der Hass nicht auf eine Person immer übergeht, müssen wir immer wechseln. Nils und du wollen wir mal gegeneinander. Ja, ich mach Nils und du. Nils und ich. Ja, geh los, ich vernichte dich jetzt. Ich starte. Wer bin ich? Links oder rechts? Du bist rechts. Rechts und ich bin links. Ich nehme jetzt einfach einen Charakter, der mir gut gefällt. Ich nehme auch mal einen, den ich nicht so kenne. Ich nehme jetzt Katharina Elvis, okay. Und werde dich jetzt einfach in den Boden stampfen. Ich habe das Gefühl, dass du jetzt auch siegen wirst, weil das ja, echt schon auch wieder so eine Geschichte ist. Man muss dazu sagen, wir üben auch, Ede und ich üben für den Trag der freien Schelle morgen. Um 8, glaube ich, ist es soweit. Ja, irgendeine genaue Zeit weiß ich nicht. Morgen Abend zocken wir gegen die Community. Das muss man sich mal vorstellen. Da wollte man ohne uns wollte man einen Tekken-Tag der freien Schelle machen. Nee, also, ich kenne das doch gar nicht, das Spiel. Ach du, warum war ich nicht eingeladen? Wie hat sich das so eingebürgert, dass ich nicht als Tekken-Gott gelte? Ihr könnt euch mal entscheiden, entweder ihr könnt das überhaupt nicht oder ihr seid Tekken-Götter. Eben kriege ich auf den Sack dafür, dass ich sage, ihr seid gut in Tekken. Und jetzt wollt ihr Tekken der freien Schelle machen, gut als Tekken-Götter. Jetzt lenkt ihr mal nicht ab hier. Spagos, ey. Jetzt mit seinem Gelabern, das macht der Nils immer. Nee, weil ihr einfach albern seid. Laut labern, damit ich nicht mehr spielen kann. Keinem Wort von Tekken-Gott geredet. Round 2. Achso, ich bin rechts. Jawoll, Mann. Komm. Gibt's hier auch den Tekken-Modus, wo man mit ich zwei spielen gegen, kann, gegen wo man dann Grapsch, wechseln der kann? Der Gegengrapsch! Nein. Wir haben früher immer den Energiebalken noch hochgestellt und die Zeit ausgemacht übrigens, damit es nicht so schnell vorbei ist, weiß ich noch. Nein! Hast du es gesehen? Ganz knapp! Ja, das könnte man machen, dann dauern die Kämpfe aber so mega lang und da ist man so fertig danach. Ich hab doch den Grapsch. Das war nice. Die gefällt mir, Katharina. Scheiße.
Nein, nein, gegen Grabsch! Wie ich noch schnell die andere. Ich hab schnell den Button noch gedrückt. Mit dem Finger noch. Was hat er denn da gemacht? In der Slow-Mo. Einmal so Prip. Ja, in der Slow-Mo. Schnell den einfachen Button gedrückt. Alter, das war ja der dumme Nils, ey. Mit seinem Rumgeeiere hier. Was denn? Ich reihe nicht rum. Ich bin einfach sehr gut im Tanken. Offensichtlich bin ich dir nahezu der beste Tank. Ich muss zugeben, du hältst dich wacker. So, wer möchte nochmal? Ich. Möchtest du mal vielleicht nach unten gehen? Ich kann das aus irgendeinem Grund nicht auswählen. Oh. Was passiert denn, wenn man zurück in Charakterauswahl geht? Ich bin jetzt ruhiger. Tut mir leid, dass wir so schreien. Das ist die emotionale Erregung. So höre ich mich auch beim Sex an. Für die, die es wissen wollten. Was denn nun? Offline? Ja. Ich dachte, du willst aus. Entschuldigung. So. Hast du schon ausgewählt, Kazumi? Nee, ich habe noch nicht ausgewählt. Okay. Ich nehme mal Jin. Ich habe nämlich eigentlich früher immer mit Jin gespielt. Bin dann aber irgendwann auf Kazuya umgestiegen. Habe aber eben keinen einzigen Move hingekriegt. Vielleicht war es der falsche. Was stand da gerade im Chat? Ich habe gelesen, immer toll, wenn Nils verliert. Du hast eine relativ selektive Wahrnehmung. Ich habe beim Scrollen, das habe ich gesehen. Ja, aber ja, das wurde mir schon öfter nachgesagt, Nils. Warum hast du einen großen Stahlträger dabei? Den Stali. Ich war dabei. Alter. Da ist ja Jin. Ja, Jin, ja, ich sag ja gerade. Habe ich ja auch gerade erst entdeckt. Alter. Ging denn noch mal diese ganzen. Alter, ich. Ich krieg halt auch keinen einzigen Move gerade hin. Round 2. Fight. Alter, ich auch nicht, ey. Alter, die. Ah! Okay. Nun lege ich das Pad nach 3 Siegen kurz ab. Hast du gewonnen? Ach so. Wie lange machen wir das eigentlich? Nee, offline oder was? Ich glaube, ich muss dich gleich noch mal richtig vernichten. Dafür, dass du lass mich doch mal gerade mit den Leuten da reden. Ein Fingerbreit gewonnen hast, bist du ehrlich gesagt ganz schön cocky gerade. Gerade so viel Mühe, wie man braucht. Der gute Kämpfer verschwendet nicht mehr Energie als nötig. Ich kenne die alle nicht. Was ist da gar? Nimm den Radiererkopf, da der rechts mit dem roten Iro, den finde ich super. Der gefällt mir gut. Der ist bestimmt scheiße. Oh, das ist Jack. Ja, nee, komm, lass. Nee, der ist zu klobig. Mit dem hast du keinen Spaß. Ja, wie gesagt, ich kenne die alle nicht. Ja, aber es ist ja schon die, also die langsamen sind schon die schweren, wo du halt einmal treffen musst. Aber ich kenne Lore, kenne ich, und Sagat. Aber der ist ja. Wo ist denn deiner, Simon? Der Lai. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe ihn, wie gesagt, laut Chat ist er DLC, was ich super schlimm finde. Die wissen aber. Kann man ihn doch noch schnell kaufen, oder nicht? Oder wie ist das DLC? Ja, der ist ja nicht so, den hassen die Leute ja gerne auch, weil der sich immer hinlegt. Ich habe ihn dann hier so. Das ist Jackie Chan. Ja, ich mag den auch. Auf jeden Fall. Aber Jin ist auch okay. Wieso hast du das weggemacht, was ich da gerade aufgebaut habe? Das sieht auf jeden Fall gut aus. Beide schnell, wuchtig, fußlastig. Ja, weil sie da 29 bekommen. Ah, er macht immer so. Ah, ah. Round 2. Fight. Das war ja fast der Move. Den kannst du mehrfach machen auch, den Dreher. Ich
Wieso macht der immer so geil? Der macht immer so drehende. Genau, dieses den Fahrradkick oder wie das heißt. Aber nicht zu Ende. Vielleicht muss er noch irgendwas drücken. Ich weiß es nicht genau. Wer hat denn jetzt gewonnen? Edi hat gewonnen. Wie lange machen wir das denn? Ich weiß nicht. Eigentlich war die Idee ja, dass wir üben für den Tag der freien Schelle und die Leute auch sehen, dass wir relativ gut sind. Was denn? Was guckst du? Ich guck. Ach, du hast Cheater. Oh, nein. Komm, wir machen nochmal. Entschuldigung, ich habe Training angemacht, das war ein Fehler. Kein Problem, ich verzeih dir. Offline versus Start. Wen gibt's denn noch? Okay, wenn Nils, bist du der? Spiel ich gegen dich? Okay, dann nehme ich den Panda. Wie kriegt man die Charaktere da oben in der ersten Reihe? Muss Moment, wer spielt denn von euch beiden jetzt? Ich nicht. Du? Nee, ich dachte nur, weil du hast gerade den Charakter, den sonst Ede wählt. Ja, ach so, ich dachte, wir spielen doch, oder nicht? Ich weiß, ich dachte nur, es wäre Ede. Dann hätte ich nämlich einfach einen richtigen Charakter genommen, nicht so einen Quatschcharakter. Was soll das denn jetzt heißen, ey? Nee, weil ich dich nicht ernst nehmen kann. Alter, ich hab dich doch gerade einfach fast vernichtet. Fast vernichtet. Ich hab dich doch eben fast besiegt. Dieser eine Finger da. Ey, du bist so ein Conor McGregor-Style. Du bist einfach gerade das Bein gebrochen, trotzdem große Fresse. Alter, ich rotte dich einfach komplett aus. Alter, der Panda tritt dir aber mal ordentlich. Oh, wollen wir mal gucken, wer hier ausstirbt. In den Arsch getreten auch noch. Kein Wunder. Hör auf, zu beißen, Alter. Wer bist du, ey? Yes. Aber Lass Miranda, Panda, Panda. Einen hab ich dir richtig gegeben gerade. So. Zack, bumm. Guck dir das an. Warum hat er so viele Accessoires? Wer hat ihm diese Klamotten gegeben? Oh, wie ein geiler Wrestling-Move in den Bär gemacht. Ah, sie ist halt echt. Also sie ist übrigens ein Weibchen, merke ich gerade. Woran hast du das gemerkt? Aber das ist ja eher auch nicht so wichtig. Ah! Ja, mach den dummen Move! Und dann gibt's einen Tritt von mir! Das war kein Tritt. Habe ich angetäuscht. Da kommt der Tritt. Siehst du, ich verspreche und halte. Du dumme, unfassbare! Guck dir das an! Hast du das gesehen? Guck dir das an! Hast du das gesehen, ey? Geile Scheiße! Das gibt's ja nicht. Die ist so gut. Wie du auch denselben Moves gnadenlos dreimal machst, so ohne dich zu schämen, ohne Schande. Das ist dir egal, ne? Bedeutet dir alles nichts. Ja, ich hab gewonnen, das ist mir egal, ey. Ich hab dich einmal platt gemacht. Das kann mir jetzt keiner nehmen. Komm, jetzt steh doch mal auf, ey. Du traust dich nicht aufzustehen. Das liegt daran, dass man das richtige Timing abwarten muss, damit ich es nicht abkriege. Schleiming Timing. Der hat diesen Move, der Panda, wo du dich auf den Boden setzt und dann so. Und dann so diesen russischen Tritt, ne? Ja, diesen Tanztritt. Pam, pam, pam. Irgendwie. Oh, es ist wirklich ein furchtbarer Charakter. Da hätte ich lieber wieder den Dino von früher. Ja, es gibt viele, die kritisieren ja auch bei Tekken so ein bisschen die, das Art-Design, weil es das nicht homogen ist und zusammenpasst. Ey. Ich kann nichts machen. Cool. Ja, du musst, glaube ich, runter. So. Der Loser muss rausgehen. Das ist Spielregel. Warte mal ganz kurz. Kann man denn sich jetzt hier Lai holen? Oh ne, okay, das war dumm. Aber für den Tag der freien Schelle morgen würde ich mir Lai schon noch mal kaufen. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Jetzt habe ich hier Nein, ja, eine Leihgebühr. Ja. Da wäre ich vielleicht auch noch drauf gekommen. Hättest du mal, wenn du mal Gönner wärst. Ja. Wie komme ich hier wieder ins Spiel? Was machst du da? Mit der Maus wahrscheinlich einfach. Ich weiß nicht. Wir sehen dasselbe alle. Ah. Ja, okay. Ja, okay, keine Ahnung, wie das geht. Ach ja. Ja, jemand sagt, wenn der Balken blinkt, kann man einen Move ausführen. Nils, willst du mal? Ja, das ist dieser Rage-Modus. Der ist meistens ein Pfeil schräg runter und beide Schlägebuttons, Schlagbuttons. Ist sie gut? Asuka. Die sieht gut aus. Sieht aus wie eine, die was kann. Eigentlich ist Chao Yu meine Lieblingscharakterin, aber ich habe keinen einzigen Move von der gerade hingekriegt, irgendwie. Ich finde auch, ey, man muss auch sagen, dieses Digitalpad hier, man kriegt die Moves schwerer hin als auf einem PlayStation-Pad. Finde ich schon. Ich weiß nicht, ob es die Moves überhaupt noch gibt. Vielleicht wurden die auch einfach. Ja, das kann natürlich auch sein, ne? Ja, die Bekannten gibt's schon. So vorne, zweimal nach vorne, Rennen ist auch immer noch da und so. Die kommen im. Das ist ein Tipp für dich, Nils. Rennen. Was? Zweimal nach vorne. Oh, macht man noch mal diese. Der hatte doch diesen.
Wie ging der noch? Du meinst den Uppercut? Nee, nee, wo der diesen, wo der springt und dann dieses das Bein, dieses so unten dieses Bein oder gibt's das? Ja, ja, doch, nach unten, nach hinten links und dann Kreis und das eben ein paar Mal drücken oder so. Ein von diesen. Das war doch ein Sprung vorher. Ja, das. Es ist was mit, es ist was mit B auf jeden Fall. Warum hast und du nach hinten. Move gekontert? Probier mal nur links und na gut, vielleicht auch nicht. Au, au, au. Boah. Jin sieht aus wie ein Charakter aus Cyberpunk 2077, ja? Ah, wunderbar. Oh, diese Slow-Mo war nice. Das die war ist geil. Richtig nice. Ich wusste schon, dass das ein Finisher hier wird, diese Art. Noch fünf bei dem gleich. Nee, das war irgendwie nach unten links und beide Kicktasten oder so. Ich weiß es nicht mehr. Boah, ich hab schon irgendwas angedeutet, da hast du es gesehen. Aber sie macht das nie zu Ende, weil ich kleiner Tipp, immer links, rechts, immer Kombinationen ausprobieren. Mindestens zwei Buttons kannst du eigentlich immer kombinieren. Siehst du sowas hier? Genau. Nils, jetzt kannst du den Turbo. RB wäre zum Beispiel. Ist das? Ist das was Geiles? Ein heißes Lüftchen. Oh, jetzt ist der Ede am Start. RB kannst du drücken. Oh, warum? Warum oder sagst du braucht sowas? Man natürlich auch nicht, ne? Dann laufe ich natürlich direkt in diese Attacke rein. Hätte ich einfach nur nach hinten gemusst. Ich glaube, wir kriegen derbe auf die Fresse morgen von der Community. Kann das sein? Ja, was wir nicht gesagt haben, ist, wir spielen den Tag der Francella auf der Switch. Oder nein. Aber das fragt nämlich gerade hier ein Freund. So heißt er wirklich im Chat. Ist Tag der Francella nur auf PC möglich oder auch auf der Playstation? Das heißt, gibt's da Crossplay? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Aber ich ist nur eine Theorie. Steve. Ja, Steve. Steve Balken. Okay. Wir haben gleich noch ein zweites Spiel. Gibt kein Crossplay laut gibt's Chat. Nicht. Schade. Das heißt, wir müssen gucken, auf welchem System wir spielen. Ich wäre für PlayStation, weil dann können wir die PlayStation Controller benutzen. Was wollte ich sagen? Wir haben gleich noch so ein Spiel. Ich habe vergessen, wie das heißt. Das ist so eine Art Dodgeball. Ach, das ist ein Boxer. Guck mal. Der ist ja geil. Ach, das ist ja mega geil. Oh, den finde ich jetzt schon super. Von mir kriegst du nur noch Fernkampf. Ach, guck mal, auf der Taste macht er gar keinen Schlag, sondern der kann nur schlagen. Ah, siehst du? Den meine ich. Ja, ja, der war. Der war, Den meine ich. Oh. Triffst nicht. Das war Zerstörer! Das war schon immer scheiße bei Tekken, dass du so in die dritte Dimension ausgewichen bist und der automatisch sich mitgedreht hat, wodurch diese dritte Dimension immer so ein bisschen obsolet war. Im Vergleich zum Beispiel mit Virtua Fighter. Das ist schon ein bisschen wahr. Ah, jetzt kann er doch. Immer derselbe Fehler. Da hat er mich ganz schön genagelt gerade. Boah, aber wenn der mal trifft, geht er schon ab. Alter, diese Tasten. Ah! Guck mal, der hat sich so nach hinten gebeugt. Guck mal. Wie hab ich das denn gemacht? Lächerlich. Ey, Leute. Wann spielen wir das andere Spiel? Hast du jetzt schon keinen Bock mehr? Ich hasse Tekken. Ich habe es immer schon gehasst. Aber ich habe versucht, mich hochzupushen. Aber es gelingt mir nicht. Das Spiel holt mich einfach ein. Ich muss auch sagen, unter den
gegebenen Umständen. Na gut. Dann, also wir wollen natürlich, also morgen wird's natürlich richtig geil, dann, aber dann bin ich wohl ungeschlagen heute. Aber wir müssen eine Werbung machen, bevor wir das andere Spiel Moment, spielen. Achtung, Moment, für die Foto-Op. Ein bisschen umbauen. Hier könnt ihr mir, Moment, hier könnt ihr die anderen Dudes gleich reinmontieren. So, bitteschön. Stark. Wir machen eine kurze Werbung und dann spielen, wie heißt das Spiel? Spinball. Wir haben es vergessen. Das ist irgendeine Form von Dodgeball. Knockout City. Stimmt, Dodgeball, ja. Alright, das spielen wir gleich. Geil. Der Countdown läuft. GTÜ präsentiert Far Away, der große Preis von Quickborn.